Und damit hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der NASCAR Wheel News Series 2022. Wir sind zu Gast an der wunderschönen kroatischen Riviera in der Nähe von Rijeka und Opatija auf dem Automotodrom Grobnik. Und hier finden die beiden Finals in der Euro NASCAR 2 Meisterschaft statt. Ganz wichtig, an diesem Rennwochenende werden doppelte Punkte vergeben in den Playoffs und dementsprechend ist es ganz wichtig, hier gute Ergebnisse einzufahren. Wir schauen aber erst einmal darauf, was in dieser Saison bisher passiert ist. Wir sind auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia unterwegs. Vladimiros Zortzis gewinnt hier den Saisonauftakt. Das zweite Rennen, das entscheidet Alberto Nascar für sich. Dann geht es zum NASCAR Grand Prix von Großbritannien nach Brands Hatch. Alberto Nascar steht wieder an der Spitze und setzt sich auf Platz 1 in der Gesamtwertung fest. Das zweite Rennen gewinnt Liam Hesemanns, der seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg gefeiert hat. Dann sind wir auf dem Autodromo di Vallelunga unterwegs und Alberto Nascar gewinnt hier sein Heimrennen in Italien. Das zweite Rennen, das geht an Liam Hesemanns und da sehen wir schon, wohin der Titelkampf uns führen wird. Nascar gegen Hesemanns. Jetzt sind wir in der Tschechischen Republik unterwegs auf dem Autodrom Most. Es war der perfekte Sweep für Alberto Nascar, der beide Rennen gewonnen hat und sich damit deutlich an der Spitze der Gesamtwertung abgesetzt hat. Dann sind wir auf der Heimstrecke von Liam Hesemanns, der eigentlich Niederländer ist, aber im belgischen Brüssel lebt. Wir sind nämlich auf dem Circuit Zolder in Belgien unterwegs. Da haben wir übrigens vorne ganz kurz Jill Linster aus Luxemburg an der Spitze gehabt, aber das Rennen, das gewinnt Liam Hesemanns und da muss ich sagen, nicht nur eins, sondern beide. Und damit trennen die beiden gerade einmal 13 Punkte vor den beiden letzten Rennen der Saison. Und wie gesagt, doppelte Punkte stehen auf dem Spiel. Hier kann also noch alles passieren. Wir schauen aber nicht nur auf unsere beiden Titelkandidaten, sondern auch auf Jill Linster in der Startnummer 56 von Karl Racing. Der Luxemburger hat eine Saison mit Höhen und Tiefen bisher erlebt. Und hier auf diesem 4,168 Kilometer langen Kurs in Kroatien soll es nochmal einen echten Grund zum Feiern geben. Schauen wir mal, was Linster hier leisten kann. Die beiden Euro NASCAR 2 Rennen gehen über 14 Runden. Es ist brütend warm, hier steht 20 Grad, aber ich war vor Ort und ich kann nur eins sagen, es wirkte deutlich wärmer. Das ist der Pole-Sitter, der sich im Qualifying durchgesetzt hat, Vladimiros Zortzis. Wir hören rein, was er zu sagen hat. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Rennen. Das ist das Wichtigste, weil hier doppelte Punkte vergeben werden. Wir sind sehr schnell und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch umsetzen und konstant fahren. Dann haben wir hier eine Chance. Vladimiros Zortzis mischt sich also in den Titelkampf ein. Auf der zweiten Position haben wir Liam Hesemanns und Alberto Nascar startet aus der zweiten Startreihe. Wir sehen viele Zuschauer hier in Kroatien vor Ort. Bei Jill Linster müssen wir bis Startreihe 6 schauen. Da hinten haben wir auch ganz kurz gesehen, dass gelb-blaue Auto mit der Startnummer 56. Er startet direkt neben Ulysse Delsant. Das ist der Euro NASCAR 2 Champion des Jahres 2018. Und damit geht's los. Green Flag in the air. Wir haben vorne auf der ersten Position Vladimiros Zortzis und er versucht sich dagegen Liam Hesemann zu verteidigen. In der Startnummer 50 der Niederländer möchte unbedingt an Alberto Nascar vorbeiziehen in der Gesamtwertung. Bisher stand Liam Hesemanns noch nie auf Platz 1 im Gesamttableau. Und jetzt haben wir die beiden Titelkandidaten direkt hintereinander. Vorne an der Spitze Liam Hesemanns, dahinter Alberto Nascar und Vladimiros Zortzis hat gleich zwei Positionen verloren am Start und ist damit nur noch Dritter. In der Gesamtwertung würde das momentan heißen, dass die beiden nicht mehr 13 Punkte auseinander sind, sondern nur noch 3 Punkte. Also Liam Hesemanns würde mit dem Sieg vor Alberto Nascar 10 Punkte gut machen, wenn denn wirklich alles so bleibt. Alle sind sie sehr, sehr diszipliniert durch die ersten Kurven durchgekommen. Auch das ist ein gutes Zeichen und das ist der erste Angriffsversuch hier von Alberto Nascar. Die beiden Titelkandidaten in der Spitzkehre mit Banking direkt nebeneinander. Alberto Nascar sogar an der Grasnarbe dran, aber sie schaffen es beide sicher durch diese letzte Kurvenkombination und dann geht es gleich auf die Startzielgerade und Liam Hesemanns führt weiterhin das Rennen an. Dann haben wir Alberto Nascar vor Vladimiros Zortzis und Martin Dubek auf der fünften Position. Da liegt Melvin de Groot, das ist der Titelkandidat in der Legend Trophy für Fahrer ab 40 Jahren. Auf der sechsten Position haben wir dann Claudio Capelli und wir sehen ganz, ganz weit hinten
Jill Insta, der kämpft um den Einzug in die Top 10. Das Qualifying war nicht optimal für Insta und dementsprechend hat er hier im ersten Rennen eine Menge Arbeit vor sich, um sich nach vorne zu kämpfen. Dazu muss man aber sagen, dass es hier auf dem Automotodrom Gropnik sehr, sehr schwierig ist zu überholen. Eigentlich ist das eine Strecke eher für Motorräder und deshalb sind die Überholmöglichkeiten recht rar. Hier haben wir Melvin De Groot gegen Claudio Capelli. Das ist der Kampf um die Führung in der Legend Trophy. In der Gesamtwertung liegt De Groot ganz klar in Führung. Capelli würde aber gerne nochmal den ein oder anderen Nadelstich setzen. Der Italiener mit dem markanten grauen Bart. Und dann haben wir gerade im Hintergrund das gelbe Auto gesehen. Auch jetzt wieder. Jill Insta liegt da deutlich hinter den Top 5, aber mittlerweile in den Top 10. Also der hat da zumindest schon mal die ersten Positionen gut gemacht. Vorne an der Spitze hat sich Liam Hesemanns ja eine Wagenlänge abgesetzt. Das ist nicht wirklich viel. Dahinter kämpfen Alberto Nasca und Wladimiros Zortzis um die zweite Position. Zortzis, der hat hier noch einmal den dritten Platz in der Gesamtwertung im Blick. Der hat sich ja noch in Zolder bei einem Unfall die Hand gebrochen. Jetzt greift er hier an, schafft es aber nicht an Nasca vorbei. Also der hat sich die Hand gebrochen und innerhalb von 3 Wochen ist er fit genug geworden, um hier beim Finale zu starten. Und das reicht nicht aus. Der hat sogar noch die Pole Position geholt und kämpft hier um Plätze auf dem Podium. Obwohl die Hand natürlich immer noch ein wenig schmerzt, aber er hat trotzdem grünes Licht von den Ärzten bekommen. Die Heilung, sie ist gut genug vorangeschritten. Hesemanns setzt sich weiter ab und damit würde er den Abstand von 13 auf 3 Punkten runterkratzen. Man bekommt ja eigentlich in einem normalen Euro-NASCAR-Rennen 40 Punkte für den Sieg. Der Zweitplatzierte bekommt 35 Punkte und dann geht es in einer Schritten weiter. Im Finale gibt es doppelte Punkte, also der Sieger bekommt 80 Punkte, der Zweitplatzierte 70 Punkte und dann geht es in zweier Schritten weiter. Dementsprechend werden aus 13 Punkte dann nur noch 3 Punkte und das ist interessant fürs letzte Rennen, denn wir wissen ja, Platz 1 und Platz 2 trennen 10 Punkte. Dann würde Liam Hesemanns der Sieg reichen, um Alberto Nasca noch im letzten Rennen zu überholen. Hier haben wir jetzt Claudio Capelli gegen einen ganz, ganz interessanten Rookie aus Finnland, Tuomas Pöntinen in der Startnummer 23 von Team Blekemolen, der hier mit dem MK1 Racing Veteranen kämpft. Da geht es um die 6. Position. Dahinter lauert dann Christian Malcharek im PKK Sport Chevrolet Camaro mit der Startnummer 24. Der hat aber schon einiges an Rückstand. Und Pöntinen, der knallt da mal in das Heck von Capelli rein. Typischer NASCAR Bump and Run Versuch da vom jungen Finnen, der jetzt hier gleich nochmal in das Heck von Capelli knallt. Also der will da unbedingt am Legend Trophy Fahrer vorbei. Klar, Pöntinen möchte sich in der Rookie Trophy hinter NASCAR und Hesemanns noch den dritten Platz schnappen. Der ist heiß umkämpft. Paul Giffreau hat da noch Chancen und auch Patrick Schober aus Österreich. Jetzt verbremst sich hier Claudio Capelli, aber er kann sich weiterhin vor Pöntinen halten. Und wir sehen, dass dahinter die Meute immer näher rankommt. Aber uns fehlt da leider das gelbe Auto von Jill Insta. Er hat mir dabei aber auch erklärt, was los war. Also sowohl Nicolo Rocca, der Euronesca Pro-Fahrer auf der 56, als auch Jill Insta hatten Probleme und waren 1,5 Sekunden langsamer als die Spitze. Da gab es massive Setup-Probleme bei Carl Racing. Das Auto wollte nicht so richtig nach vorne. Oh, und hier sehen wir gerade Ulysse Del Sol abseits der Strecke. Und da haben wir Jill Insta mal im Bild. Also der fährt zumindest noch mit. Er kämpft da immerhin noch um eine Top-10-Platzierung. Kommen wir aber zur Geschichte zurück. Nicolo Rocca war im freien Training sogar einmal ganz kurz in die Mauer geknallt. Und irgendwie lief das Auto seitdem nicht mehr so richtig rund. Das heißt, es ging hier nur noch um Schadensbegrenzung, weil das Setup nicht stimmte, das Feeling im Auto nicht stimmte und vielleicht irgendwas krumm war. Also bei Jill Insta war das ein Rennwochenende, wie er sagt, zum Vergessen, das Schlimmste in der gesamten Saison. Aber trotzdem hält er sich da tapfer im Feld und versucht noch irgendwie wichtige Punkte mitzunehmen hier beim Finale der NASCAR Wheel and Euro Series 2022 in Kroatien. Wir sind wieder an der Spitze. Liam Hesemanns hat einen klaren Vorsprung. Hier vorne haben wir ihn. Und Alberto Nasca, der muss aufpassen. Sollte Wladimiros Zortzis da noch vorbeigehen, dann wären wir nicht bei 3 Punkten, sondern nur noch bei einem einzigen Pünktchen. Und das wäre interessant, wenn die beiden im zweiten Rennen auf Platz 2, Platz 3, Platz 4 oder sowas ins Ziel kommen. Denn wir haben halt zwischen den Positionen 2 Punkte Unterschied und das würde die gesamte Ausgangssituation nochmal deutlich verändern. Also Wladimiros Zortzis könnte hier im Titelkampf klar das Zünglein an der Waage sein, aber Alberto Nasca hält sich hier tapfer auf der zweiten Position. Auch dieser Carl Racing Fahrer hatte mit Setup-Problemen zu kämpfen, das sehen wir auch hier. Ich meine, der ist Zweiter, aber trotzdem ist das Auto nicht siegfähig im Vergleich zum Hendrix Motorsport Toyota Camry
von Liam Hesemanns. Also das Karl Racing Team hat noch einige Aufgaben vor sich, einige Hausaufgaben zu machen auf dem Automotodrom Gropnik. Ich glaube aber, die Italiener werden ein bisschen durchschnaufen. Im Jahr 2023 wird auf diesem Kurs hier kein Punkterennen stattfinden, sondern nur ein All-Star-Rennen. Das heißt, man hat hier keinen Druck, im nächsten Jahr unbedingt nochmal etwas im Auto zu finden. Da gibt es dann andere Strecken, die dann die Priorität haben. Zorzis versucht es jetzt auf der Außenbahn. Wir gehen wieder in Richtung Spitzkehre, die wie gesagt so ein bisschen Banking hat. Da kriegt man so ein bisschen Nesca-Feeling. Aber Alberto Nasca auf der Innenbahn immer noch im Vorteil. Jetzt versucht es hier Wladimiros Zorzis mit dem Criss-Cross-Manöver. Ist sogar neben dem Italiener, aber der nimmt den Schwung mit aus dem Banking und behält die zweite Position. Schadensbegrenzung bei Alberto Nasca, während Liam Hesemanns das Rennen gewinnt und damit den Rückstand auf 3 Punkte verkürzt. Jill Inster wird am Ende nur 13. hinter Ulysse Delsor und Patrick Schober. Also für Jill Inster war das hier ein Rennen zum Vergessen. Trotzdem war es bisher keine schlechte Saison für Jill Inster, während wir jetzt hier den Rennsieger sehen. Liam Hesemanns in der Victory Lane. Wir hören rein, was er zu sagen hat. Ja, es war wirklich ein perfektes Rennen. Ich muss sagen, danke ans Team. Die haben mir ein wirklich super Auto hier zur Verfügung gestellt. Es stimmt, es ist so eng wie noch nie in dieser Saison. Und jetzt wollen wir morgen natürlich zum großen Schwung ausholen und den Titel holen. Liam Hesemanns auf 1, Alberto Nasca auf 2, Wladimiros Zorzis auf 3. Das ist das Gesamtpodium in der Rookie Trophy, gewinnt Hesemanns von Nasca und Pöntinen. Dann haben wir noch die Legend Trophy, da gewinnt De Groot vor Capelli. Und in der Lady Trophy, da hat sich Luli Del Castello gegen Alina Leutnegger und Ariana Casoli durchgesetzt. Das war der erste Streich, der zweite folgt sogleich. Das große Finale in der Euronascar 2 Meisterschaft steht auf dem Programm und wieder geht es über 14 Runden und wieder ist die Sonne ordentlich am Brennen und wieder steht Wladimiros Zorzis, der Zyprer, auf der Pole Position. Und er sagt, wir wollen einen guten Start erwischen, genau das richtige Timing haben, wenn die Ampel auf grün schaltet. Und dann heißt es pushen, pushen, pushen. Wir haben gezeigt, dass wir an diesem Rennwochenende die Pace haben, um zu siegen. Und wir wollen natürlich hier diese Saison mit einem Sieg beenden. Das ist das große Ziel, das ich mir heute gesetzt habe. Wladimiros Zorzis also, der könnte vorne an der Spitze wieder eine wichtige Rolle spielen im Meisterschaftskampf zwischen Alberto Nasca, der mit 3 Punkten vor Liam Hesemanns führt. Schauen wir ganz kurz auf die Mathematik. Wer das Rennen von den beiden gewinnt, ist Meister. Das ist einfach. Sollten sie nicht auf Platz 1 kommen, dann kommt es drauf an. Ist Liam Hesemanns 2 Positionen vor Nasca, dann gewinnt Hesemanns die Meisterschaft. Ist Alberto Nasca 1 Position hinter Hesemanns, dann hat der Italiener den Titel gewonnen. Los geht's, das letzte Rennen der Saison ist eröffnet. Green Flag ist in the air. Und wieder ist es ein richtig starker Starter von Liam Hesemanns, der sich hier gegen Wladimiros Zorzis durchsetzt. Und damit wäre der Niederländer aktuell Champion, weil Alberto Nasca nur auf der 3. Position liegt. Alberto Nasca hat jetzt keine Wahl. Er muss irgendwie auf Platz 1 fahren oder darauf hoffen, dass Wladimiros Zorzis eben diese Position von Liam Hesemanns noch übernimmt. Dann wäre Hesemanns Zweiter und Nasca Dritter. Und das würde wiederum bedeuten, dass Nasca Champion wäre. Also momentan liegt Nascas Schicksal in den Händen von Wladimiros Zorzis in der Startnummer 5 von Academy Alex Caffi Motorsport. Eine Sache müssen wir noch aufarbeiten. Patrick Schober und Jill Inster sind beim Start aneinander geraten. Da gab es einen Kontakt. Die Front von Patrick Schober ist zerstört und das Heck von Jill Inster, der hat keinen Heckspoiler mehr. Schauen wir jetzt auf Wladimiros Zorzis gegen Liam Hesemanns. Und da gibt es den ersten Bump and Run von Wladimiros Zorzis. Der will hier wirklich unbedingt diesen Sieg holen. Aber Liam Hesemanns kann sich verteidigen und die erste Position hier behalten. Stark gemacht vom Niederländer. Aber wir sehen auch, und deshalb Riesenrespekt an Wladimiros Zorzis. Der gibt hier alles, der hält sich aus dem Meisterschaftskampf nicht raus, sondern schaut nur auf sich selbst und versucht hier die erste Position zu übernehmen. Und zwar auch, wenn es sein muss, mit einem typischen NASCAR Bump and Run. Alberto Nasca, dem wird das freuen auf der 3. Position. Der scheint wieder keine Pfeile im Köcher zu haben, um mit Hesemanns aus eigener Kraft mithalten zu können. Also die einzige Hoffnung ist Wladimiros Zorzis. Und mit dem fahren wir jetzt auch hier mit. Es geht gleich wieder in Richtung Spitzkehre. Schöne Onboard-Aufnahmen. Und da sehen wir auch mal, wie am Limit hier
Liam Hesemanns unterwegs ist, noch in den S's und dann geht's gleich rein in die letzten Kurven. Wie gesagt, das ist eine sehr rhythmische, eine sehr schnelle Strecke und dementsprechend hat auch, und diese Information muss ich geben, Gelinster keine Chance mehr, ohne Heckflügel hier mitzuhalten. Schauen wir mal, ob es jetzt wieder eine Berührung zwischen den beiden gibt, ob Zorzis hier wieder so angriffig ist. Er zieht innen rein und wieder gibt es eine kleine Berührung und die beiden nebeneinander und wieder kann sich Liam Hesemanns verteidigen. Stark gemacht. Wow, das ist hier wirklich ein Rennen auf Messerschneide an der Spitze und es geht um den Titel. Momentan Champion Liam Hesemanns, zweiter Alberto Nasca, dritter Vladimiros Zorzis in der Gesamtwertung. Das könnte hier noch ein richtig heißer Ritt werden. Die Spannung, sie ist zu spüren hier in diesem Rennen, während wir jetzt hier das Auto von Miguel Gomez sehen. Vor ihm Michael Bleekemolen in der Startnummer 72, der 73-jährige Niederländer, der ja schon bestätigt hat, dass er auch kommende Saison wieder in der Euro-NASCAR starten wird für Team Bleekemolen. Wir gehen jetzt in Richtung Start-Zielgerade und da kommt Michael Bleekemolen plötzlich rüber und Miguel Gomez knallt richtig hart in den Reifenstapel. Das wird eine Safety-Car-Phase geben zur Erklärung. Michael Bleekemolen hatte da einen Motorschaden, wollte rüberziehen, hat aber Miguel Gomez übersehen. Und dementsprechend haben wir leider diesen heftigen Unfall für Marco Stipp Motorsport aus Deutschland. Klar, das Safety-Car ist auf der Strecke. Wir springen rein in den Restart und schauen, ob sich Liam Hesemanns wieder gegen Vladimiros Zorzis durchsetzen kann. Green Flag is back in the air, los geht's. Und es ist wieder ein guter Start vom Niederländer. Dieses Mal auf der rechten Seite gegen Zorzis. Hesemanns übernimmt die Führung. Zorzis ist Zweiter. Dann haben wir Nasca auf der 3. Sie kommen alle sehr gut durch die ersten Kurven. Es gibt keine weiteren Unfälle, zumindest Stand jetzt. Liam Hesemanns wäre mit dem Sieg, den er momentan hier inne hätte, weiterhin Champion. Alberto Nasca liegt auf der 3. Der müsste noch an Vladimiros Zorzis und an Hesemanns vorbei, um seine Titelträume am Leben zu halten. Oder er hofft einfach, dass Vladimiros Zorzis noch an der Startnummer 50 vorbeikommt. Dann wäre die 88 von Karl Racing nämlich Champion. Es geht wieder durch die S's. Dahinter versucht es mal Martin Dubek gegen Melvin De Groot. Das haben wir gerade noch am Bildschirmrand gesehen. Da ging es um die vierte Position. Also wie immer in der NASCAR Wheel and Euro Series Kämpfe im gesamten Feld mit einem Car-Count in dieser Saison von ungefähr immer 28 Autos. Also ein proppevolles Feld, das uns hier geboten wird. Unglaublich, wie sich die Serie nach der Coronavirus-Pandemie entwickelt hat. Das Interesse ist riesig groß. Es gibt großartige Namen, die in diese Serie einsteigen. Und jetzt geht es aber hier in die letzte Runde dieser Saison. Liam Hesemanns, wird er wirklich auf den letzten Metern noch Champion? Er hat die Gesamtwertung in der Saison 2022 bis jetzt nicht ein einziges Mal angeführt. Es war immer nur NASCAR, NASCAR, NASCAR. Aber jetzt könnte der junge Niederländer im entscheidenden Moment an den Italiener vorbeiziehen. Dafür muss er aber Vladimiros Zorzis hinter sich halten. Und der hat überhaupt gar keinen Gedanken daran, hier irgendwie Liam Hesemanns davonkommen zu lassen. Der wird nochmal alles geben, auch wenn sich jetzt Hesemanns so ein klitzekleines bisschen freisetzen konnte. Der hat sich da befreien können und Zorzis hat so ein bisschen abreißen lassen müssen. Trotzdem geht es jetzt nochmal rein in die S's. Da ist Zorzis ein klitzekleines bisschen schneller immer gewesen als Hesemanns. Und wir sehen auch, dass die Lücke sofort zugefahren wird. Also Zorzis hat gleich in der Spitzkehre noch eine letzte Chance, Alberto Nasca zum Champion zu machen und dieses Rennen zu gewinnen. Hesemanns hat noch eine letzte Chance, sich zu verteidigen und diesen Titel dann auch zu zementieren. Es geht rein in die letzten Kurven. Zorzis versucht es nochmal. Kommt er nah genug ran? Nein, leider nicht. Zumindest aus der Sicht von Alberto Nasca. Zur Freude aber von Liam Hesemanns. Da steht noch ein Auto auf der Strecke. Völlig egal. Der Niederländer mit der Startnummer 50. Der jüngere Bruder von Loris Hesemanns, der bereits 2 Euro-NASCAR Pro-Titel gewonnen hat, wird Champion des Jahres 2022. Alberto Nasca wird Zweiter. Vladimiros Zorzis wird Dritter. Und leider gibt es in diesem Rennen nichts zu holen für Gelinster. Und damit beendet er die Saison in der Euro-NASCAR 2 in der Gesamtwertung auf einem 11. Platz. Das war mit Sicherheit nicht das Ergebnis, das sich Linster erhofft hatte. Dennoch gab es auch viele positive Aspekte. Also wenn es im Jahr 2023 weitergeht, dann gibt es auch ein sehr gutes Fundament für Linster,
um die Leistungen noch weiter zu verbessern. Hier haben wir den Champion, hier haben wir Liam Hesemanns, wie er mit seinem Team Hendrix Motorsport feiert. Es war eine sehr spannende Saison, die sich erst im letzten Rennen entschieden hat. Hesemanns sagt, ich bin am Anfang der Saison zum ersten Mal überhaupt in einem Rennauto gestiegen. Ich komme aus dem Kartsport direkt in die Euro-NASCAR. Wir wussten, dass wir eine gute Pace haben, aber wir wussten nicht, dass wir um die Meisterschaft kämpfen werden. Und dann haben wir uns aber Rennwochenende für Rennwochenende immer weiter verbessert. In Zolder war uns dann klar, wir können mithalten. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es gar nicht glauben, was hier passiert. Ich bin einfach nur überglücklich. Liam Hesemanns ist der Champion der Euro-NASCAR 2 Saison 2022. Alberto Nasca wird Zweiter. Vladimiros Zorzis schafft es mit einem starken Finalwochenende noch auf den dritten Platz in der Legend Trophy. Da setzte sich Melvin de Groot durch unter den Fahrern ab 40 Jahren. In der Rookie Trophy, das sehen wir jetzt hier auch noch einmal, setzte sich natürlich auch Hesemanns durch. Hier haben wir de Groot, der den Titel geholt hat in der Gentleman-Wertung. Und in der Lady Trophy gewinnt das Rennen zwar Alina Leubnegger, der Titel geht aber an Luni Del Castello. Und damit war's das mit der Saison 2022. Vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und bis zum nächsten Jahr.